Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht es schon, oder vielleicht auch nicht so direkt, aber ihr seht, ich bin wieder in einem Fotoprogramm. Und hier oben am Logo erkennt ihr es direkt, ich bin in Darktable unterwegs. Ich hatte es ja im letzten Video schon angekündigt, dass ich nochmal versuchen möchte, irgendwie mit Darktable zu arbeiten. Gleich vorweg, ich kenne mich mit dem Programm nicht aus. Es ist wirklich wieder so First Touch mäßig. Wir gucken zusammen einfach mal hier rein, als Anfänger, als Newbie, schauen mal, was geht und was nicht geht. Wir haben hier den Leuchttisch, das ist quasi die Dateiverwaltung, die Bibliothek, wenn man so möchte. Man kann hier Bilder einzeln importieren oder ein ganzes Verzeichnis, das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Das Ganze geht auch über Tastaturkürzel und so. Auf solche Dinge möchte ich da jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern ich möchte einfach mal schauen, ob wir hier ein Bild vernünftig entwickelt bekommen und wie lange wir dafür brauchen. Ich habe dafür hier mal die Bilder aus vom Zoo Hagenbeck quasi, wo wir vor einigen Wochen waren in Hamburg, habe ich hier einfach mal importiert und ich suche mir jetzt hier einfach mal ein Bild raus, was ich entwickeln möchte. Ja, ich denke, ja, warum nicht? Wir probieren einfach mal das. Rechte Maustaste, da kommt man hier nicht weiter. Was ich gut finde, man kann hier mit seinen Sternen bewerten, dann sich Favoriten erstellen, also sehr ähnlich wie Lightroom, kann das dann danach hier sortieren, absteigend oder fortlaufend, wie man es gerne möchte. Man kann die Farben vergeben, man kann halt richtig taggen, wie eben auch in Lightroom, wie auch in Luminar. Also da ist der Unterschied gar nicht so groß und Darktable kostet halt nichts. Dazu wollte ich noch sagen, warum mache ich das hier? Das ist ganz einfach. Das erste Darktable-Video, was ich mal gemacht habe, ist eines meiner erfolgreichsten Videos überhaupt auf meinem Kanal, obwohl es qualitativ ja, naja, nicht so der Hit ist eigentlich. Sieht man auch so an den Bewertungen. Das war wirklich ein Rumgestochere in dem Programm, so mehr oder weniger. Ob das nun heute besser wird, kann ich gar nicht sagen, eben weil ich mit dem Programm mich überhaupt noch nicht auseinandergesetzt habe. Und es wird auch nicht das Programm sein, mit dem ich vorhabe, auf Dauer zu arbeiten. Sondern das mache ich tatsächlich und wirklich nur für meinen YouTube-Kanal und einfach damit ihr sehen könnt, wie steigt sich damit ein. Den Link zum Programm findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, könnt ihr euch kostenlos downloaden, ist irgendwas in die 60 MB groß, also auch gar nicht so riesig. Und ihr erhaltet, wie gesagt, eine Bildverwaltung im, ein bisschen gestützt, nicht so ganz wie ich das kenne, aber doch ordentlich. Und ja, man kann damit was anfangen und ihr könnt natürlich eure Bilder entwickeln. Und darum geht es ja jetzt hier auch. Und deswegen wechseln wir mit dem Bild, was ich mir jetzt ausgesucht habe, vom Leuchttisch auf die Dunkelkammer. Da seht ihr schon, das Bild wird schön groß. Wer meinen Instagram-Account folgt, der weiß, dass es an diesem Tag eigentlich nur geregnet hat. Das seht ihr hier hinten aus, sind die Regentropfen drin. Trotzdem sind das, wie ich finde, für so einen grauen, schlechten Tag fantastische Bilder geworden. Also ich habe mich richtig gefreut, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, überhaupt solche Ergebnisse erzielen zu können bei so einem Mistwetter. Aber am Ende war ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, hier haben wir dann die einzelnen Module, glaube ich, heißen sie, in Darktable. Wie Kontrast und Sättigung, Schatten und Spitzlichter, Basiskurve, Zuschneiden, Drehungen, Belichtung und all diese Sachen, was man auch kennt, die Farbkurve, dann kann man so unterschiedliche Looks wahrscheinlich drauflegen, Farbkorrekturen, Ausgabeprofil, weiß ich jetzt nicht so ganz, was da gemeint ist, Eingabeprofil, kann man wahrscheinlich LUTs vielleicht eventuell drauflegen. Ja, sieht so aus, als könnte man hier unterschiedliche Presets drüber ziehen, also auch mit dabei. Eine Objektivkorrektur gibt es, ob diese automatisch funktioniert, weiß ich nicht, kann ich, aber wir stellen hier Korrekturen alles an. Hat er wahrscheinlich schon während des Imports gemacht. Er erkennt die Kamera, er erkennt das Objektiv, anscheinend auch die Brennweite. Die passt hier wohl bloß nicht hin ins Ausgabefeld, weiß ich jetzt nicht genau. Kann man das hier ein bisschen breiter ziehen? Ne, leider nicht. Weiß ich jetzt nicht so richtig. Ja, Blende wird angezeigt. 5,6 die Entfernung. Ja, all das ist quasi da. Die Skalierung scheint automatisch zu erfolgen, weiß ich nicht so genau. Effekte hätte man dann noch wie eine Vignette. Die kann man genauso setzen, hoffe ich mal, wie sonst auch.
So in etwa. Wäre schon mal eine Vignette drauf auf dem Bild. Körnung brauchen wir jetzt nicht und wir haben natürlich auch Verlaufsfilter. Ja. Würde ich mir in einem weiteren Teil, wenn ihr da Interesse habt, würde ich mich mit diesen Dingen hier näher beschäftigen. Ich möchte jetzt hier einfach tatsächlich nur das Bild entwickeln. Die Belichtung würde ich jetzt sagen, und das sieht man auch hier im Histogramm, ist ja, völlig in Ordnung. Das sieht gut aus, gefällt mir so. Was ich immer gerne mache, ist den Kontrast etwas erhöhen. So. Und natürlich etwas mehr Sättigung, damit die Katze ein bisschen mehr ihre Farbe zeigt. Wie gesagt, wir müssen ja den tristen grauen Tag ein bisschen rausholen hier aus dem Bild. Ja, dann haben wir hier die Spitzlichter. Das ist ein bisschen viel, es ist ein bisschen, passiert immer sehr schnell und die Werte sind ein bisschen, aber das fiel mir damals schon auf. Mit die Werte ist ein bisschen schwierig zu arbeiten, so wenn man von anderen Programmen herkommt, ist das ein bisschen so Gewohnheitssache, aber es geht. Also man sieht ja immer, was man macht. Das ist ein bisschen, das laggt ein bisschen, also ist ein bisschen verzögert. Ja, bin ich anders gewohnt, aber trotzdem vom Ergebnis her sieht das bisher gut aus, gefällt mir. Ja. Die Schatten könnte man jetzt hier entsprechend noch erhöhen, dann sollten die dunkleren Bereiche heller werden, so ist es auch. Wollen wir jetzt nicht so übertreiben. So vielleicht. Ja, dann haben wir Kurven. Mit Kurven arbeite ich eigentlich generell nicht, weder in Luminar noch in Lightroom. Habe ich mich noch nie so mit beschäftigt, sollte ich vielleicht auch mal machen. Ein Zuschneiden ist jetzt hier ja, in meinen Augen auch nicht so unbedingt notwendig. Wenn man hier den Baum sich rausschneiden möchte, dann verliert man hier unten wahrscheinlich auch die Pfote. Das möchte ich jetzt nicht. Also lasse ich das, drehen wollen wir sowieso nicht. Wir gehen mal noch in den Bereich Belichtung rein. Hier würde mich mal interessieren, was passiert, wenn wir auf automatisch einstellen. Also das funktioniert nicht so gut. Wir gehen wieder zurück auf manuell. Ja, Belichtung etwas leicht nach oben. So. Ja, dann kann man das hier schon so lassen. Entrastern kann ich jetzt so nichts mit anfangen, würde ich mich mit beschäftigen, wenn ihr das wollt. Und dann, ja, würde ich mir das alles dann zusammen nochmal anschauen. Ja, Weißabgleich muss jetzt eigentlich nicht unbedingt umgestellt werden. Kamera ist eigentlich in Ordnung. Ich bin immer mit dem Weißabgleich meiner Kamera relativ zufrieden. Schatten, wolkig, ja, wir können es ja mal probieren. Ja, das ist dann ein bisschen too much. Schatten. Wobei es natürlich auch was hat, keine Frage. Die Frage ist jetzt nur, wie kriegen wir es wieder rückgängig? Achso, okay. Also die Farbtemperatur vielleicht ein bisschen wärmer machen, ist jetzt vielleicht nicht ganz verkehrt. Vielleicht so. Aber das andere war ein bisschen zu viel. Aber trotzdem, bisher tolles Ergebnis, wie ich finde. Farbkurve. HSL wäre jetzt vielleicht noch recht nett. Ja, aber muss eigentlich gar nicht unbedingt sein. Ausgabeprofil, sRGB, ja, Adobe nehme ich eigentlich immer. So. Ja, ansonsten schauen wir jetzt einfach mal, ja, schärfen. Schärfen müssen wir ja eigentlich nicht mehr. Das Bild ist richtig gut. Und hier hat man dann natürlich auch immer so die Schwierigkeiten mit den Werten. Wenn ihr da so Erfahrungen habt mit Darktable, wenn ihr viel mit Darktable arbeitet, dann schreibt mir doch mal so ein paar Werte rein im Vergleich zu Lightroom oder Luminar, je nachdem, mit was ihr hauptsächlich arbeitet neben Darktable, so dass ich mal vielleicht ein Gefühl dafür bekomme, was genau kann ich denn mit welchen Zahlen oder Werten quasi erreichen in unterschiedlichen Bereichen. Es müssen jetzt natürlich nicht alle sein, sondern so einfach mal ein bisschen. Ja, hier unten haben wir dann noch weitere Module wie Entrauschen, das brauchen wir jetzt hier auch nicht. Ja, Farb-Lookup-Tabelle, da kann man dann LUTs einfügen wahrscheinlich. Ja, Farbkorrektur, Farbsaum, Fülllicht. Also es gibt hier unheimlich viel Lebendigkeit, würde ich mir dann mal noch angucken. Lokaler Kontrast brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nachtsicht. Also ihr habt hier unheimlich viele Möglichkeiten. Ja. Retusche, Schärfen, Schatten, also das haben wir ja.
Wir brauchen immer nur bei die schwarzen hier quasi gucken, verflüssigen, Wasserzeichen wollen wir nicht. Zonensystem, ja. Also allerhand, was man hier jetzt noch sich so quasi rausholen kann, wenn man das möchte. Also ist schon viel gegeben. Dann müssen wir natürlich gucken, wo macht er das Ganze hin. Dunstentfernung ist natürlich auch ein Filter, da kann man mal noch ein bisschen mit arbeiten. Mal gucken, was passiert. Ja. Also wie gesagt, mit die Werte, seht mir das nach, kann ich jetzt hier nicht so viel anfangen. Ich mache das jetzt hier tatsächlich ja, über das Sehen, über das optische Ergebnis. Hier ist es übrigens genauso wie in allen Programmen auch, dass man mit einem Doppelklick die Werte wieder zurücksetzen kann. Aber mit dem Ergebnis kann man sehr gut leben, finde ich. Also mir gefällt das recht gut. Wir hatten ja noch eingefügt Lebendigkeit, genau. Hier würde ich gerne noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen was mehr machen. Das ist natürlich wieder eine Bildentwicklung, die wahrscheinlich nicht jedem gefällt, aber ja, der Tag war grau genug und ja, wenn die Katze dann hier so ein bisschen schön sich abhebt von Hintergrund und der Baumstamm, auf dem sie liegt, das Ganze auch ein bisschen hübsch dargestellt ist, dann gefällt mir das recht gut. Da kann man natürlich drüber streiten, darum soll es ja auch nicht gehen, aber ihr seht, man kommt ja auch recht gut ans Ziel. Ja, so erreicht man hier eigentlich sehr interessante Bildentwicklungen, also völlig ausreichend, man braucht nicht unbedingt ein Kaufprogramm, sagen wir es mal so. Wenn man hier zurück auf den Leuchttisch wechselt, dann kann man hier unter Verlaufsstapel, unter Markieren des Bildes, welches man gerade entwickelt hat, also dieses, unter Kopieren, wir wählen alles aus, können wir das auf jedes Bild hier quasi einfügen. Geht leider nicht über die rechte Maustaste, aber es funktioniert zumindest per Shortkey, kein Problem, und dann seht ihr, dann hätten wir das quasi unsere Entwicklungseinstellungen hier in diesem Bild auch eingebunden. Wir müssten dann nur noch ein paar Korrekturen, wie hier, wo halt ein bisschen was über- und unterbelichtet ist. Schalte ich einfach mal ab. So. Ja, sieht man hier natürlich auch eindeutig, dass das ein bisschen zu hell ist alles. Da gehen wir auf Belichtung. Und wir hatten ja beim Bild davor ein bisschen heller gemacht, dann machen wir hier jetzt einfach entsprechend dunkler. Die Vignette ist auch gleich da und die passt auch hier in das Bild sehr gut rein. Und so könnte man jetzt hier Bild für Bild, man kann aber auch quasi diese Einstellungen kopieren. Okay, und selektiert sich gleich mehrere Bilder mit Hilfe der Steuerungstaste, glaube ich. Genau. Und dann einfügen und wir nehmen alle. Und dann seht ihr, sind die Bilder auch alle quasi genauso entwickelt, wie euer Bild, mit welchem ihr angefangen habt. Ja, also erstmal gar nicht schlecht. Ich hoffe, wir nehmen die jetzt einfach mal, ich hänge die euch wieder hinten dran ans Video, beziehungsweise ihr habt dann vorneweg schon welche gesehen. So, und dann gehen wir auf Ausgewählte exportieren, suchen uns einen Ordner, wo wir die hinschmeißen. Ich nehme dafür immer den gleichen. Sobald ich meinen PC finde. So. Als Ausgabeziel wählen. So wollen wir das haben. Pfeil nehmen. Ja, kann er eigentlich so lassen, wie es war. Qualität 95. Lassen wir jetzt alles einfach so eingestellt, wie das hier ist. Wir gehen mal auf Exportieren. Exportiere 7 Bilder. Mal gucken, ob man hier, da unten sieht man den Verlauf. Hier unten links. 7 Bilder nach Datei auf Festplatte exportieren. 2 sind fertig. 3 sind fertig, 4, 5, 6 und 7. Also erheblich schneller als in Lumina. Ich werde jetzt hier noch das ein oder andere Bild über eine Vorlage entwickeln oder über diesen Stapel entwickeln. Werde ebenfalls exportieren und die Bilder hänge ich euch dann ebenfalls noch hinten dran.
Und dann könnt ihr selber bewerten, ob ihr mehr Videos hier zu Darktable sehen wollt, ob ihr da Interesse dran habt, ja oder nein, schreibt es einfach in die Kommentare. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, denn so verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Achtet in dem Zusammenhang auch unbedingt immer auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald neue Videos online gehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns hier auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel.